Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Friends, wir sind erst einmal. Hey, warte mal, ihr seht wieder fantastisch aus. Wie kann das denn sein? Jeden Tag, ihr seht so clean und fresh aus. Was ist los? Warum nur die Elite, die hier zuguckt? Ich will mich nicht beschweren, ich will mich bedanken. Freunde, ich hatte heute einen ganz stressigen Tag schon. Ich fahre nachher nach Berlin. Und komme in der Nacht aber auch direkt wieder. Und ich fahre 3 Stunden hin und dann 4 Stunden da zu sein, um 3 Stunden wieder zurückzufahren. Es passiert heute sehr viel. Ich war schon beim Friseur, ich habe schon Corona-Test gemacht, deswegen die heutige Folge a little bit später als gewohnt. I'm sorry. Aber morgen kriege ich es vielleicht pünktlich hin. Schwierig, je nachdem, ich komme erst um 7 Uhr morgens wieder. Das kriege ich nicht pünktlich hin morgen. Wird nicht um 6 Uhr morgens kommen. Aber ich versuche mein Bestes. Vergebt mir, okay? Vergebt mir. I'm super sorry. Aber wir geben uns jetzt Juicy Money. Ich freue mich sehr, 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 sehr doll drauf. Ganz kurz Statement zu den Haaren. Haarsituation. Okay. Ich habe da so einen komischen Fleck. Ich weiß nicht. Oben, bisschen zu lang, zu kurz. Bart, zu lang, zu kurz. Bisschen zu kurz. My opinion, bisschen zu kurz. Aber gut. Hey, genug mit dem Gerede. Wir müssen jetzt reinhören bei Juicy Money. Ihr habt gesagt, dass ich mich extrem auf den Track freuen werde, obwohl ich noch von dem gar nichts gehört habe, außer halt im Snippet minimal was. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Juicy Money hört sich ein bisschen an wie so ein Track wie Ich darf das. So ein bisschen, der so im Ohr bleibt, eine prägnante Hook vielleicht hat. Ich freue mich sehr drauf. Danke für den ganzen Support. Ich lese alle Insta-DMs, ich lese alle Kommentare. Deswegen ganz, 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 ganz doll danke für alle, die immer am Start sind. Ich sehe euch alle. Ich habe gemerkt, wir haben extrem viele Emmas. Wir haben viele Sarahs. Wir haben Letizia. Wer kommentiert noch oft? Ich sehe euch alle. Ich sehe euch alle. Auf jeden Fall, wir haben 2, 3 Emmas, 2, 3 Sarahs. Wir haben Letizia. Wir haben eine Jessica. Und wir haben eine irgendwas mit S. Damn it. Das war Selina oder so? Sorry, ich versuche mir die Namen zu merken, aber das sind so die, die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben sind. Shoutouts an euch, danke für den dicken, fetten Support. Und ja, jetzt haben wir echt lange geredet am Anfang hier. Wir hören rein bei Juicy Money. Ich bin gespannt, let's go. Bitch. Oh, wir haben sowas wie Vogelgezwitscher ein bisschen verändert im Beat. Bitch, ich hab das Juicy Money, Scheine für Kosmetik, Shirin, Beauty Money, Riches aus Europa. Oh ja, das liebe ich schon. Das liebe ich schon. Das ist wirklich sowas wie Ich darf das oder wie lieben wir, habe ich das Gefühl. Bloß noch ein bisschen more nasty in der Aussprache. Ich hab das Juicy Money, Scheine für Kosmetik, Shirin, Beauty Money, Riches aus Europa, nenn es Puki Money, investiere in das süße. Ey, das ist wieder so ein Flötenbeat. Wir haben voll viele diese Flötenbeats, die so ein bisschen eine Melodie haben. Erinnert mich slightly an Zelda oder auch so an Animal Crossing gechillte Lieder irgendwie, bloß auf Flöte gespielt. Leben, das ist QE Money, gehst du mit mir ausgeht? Den Part hatten wir im Snippet. Die Rechnung aufs Haus, Upi Money, Baby, das sind Peanuts. Ich pflücke das QE Money, zähle paar Scheine im Sportwagen, das ist Schumi Money. Oh, ich liebe es, dass sie halt immer auf Money rhymt, quasi bloß mit einem anderen Begriff for Money. Oh, wir müssen ein bisschen zurückspringen wieder. Im Sportwagen, das ist Schumi Money. Oh, im Sportwagen, das ist Schumi Money. Auf Schumacher, Michael Schumacher angelehnt. Lasse keinen Mann für mich bezahlen, George Clooney Money. Geil. Lasse keinen Mann für mich bezahlen, George Clooney Money. Pose für meinen eigenen Kalender, Klick, Schumi Money. Oh, ich liebe dieses Klick. Poste für meinen eigenen Kalender, Klick, Shooting Money. Geil. George Clooney Money, pose für meinen eigenen Kalender, Klick, Shooting Money, mache wieder geisteskranke Summen. Oh, geisteskrank ist so ein gutes Wort, weil das ist so, das benutzt jeder von uns so. Oh, das ist geisteskrank viel. Das ist so voll in der Jugend, aber geisteskrank trifft es auch einfach. Sympathisch. Mein eigenen Kalender klickt, Shooty Money, mache wieder geisteskranke Summen. Spooky Money, Cash. Mache wieder geisteskranke Summen, Geist und dann Boo als Adlib und dann Spooky Money. Ich lieb's. Ich lieb's, wie alles so in sich geschlossen ist einfach. Rapper French Nails, Carla Bruni Money, du willst Boo, Spooky Money, Cash. Rapper French Nails, Carla Bruni Money. Carla Bruni kenne ich leider nicht. Du willst von mir ballen, lass gut sein, Honey. Du willst von mir ballen, dieser Disgust, dieses Geil. Carla Bruni Money, du willst von mir ballen, lass gut sein, Honey. Ich will den James. Oh. Ich will den James. Wir haben ernsthaft eine Luciano-Feature hier drauf? Aber es steht nirgends vorbei. Warum steht denn das hier nicht bei?
Hä? Ich dachte in der ersten Sekunde, ich hab mich verhört. Ich dachte, sie macht so diese Luciano-Adlibs, wie sie bei Nevernotion gemacht hat. Warum wusste ich davon nichts? Aber es steht auch nicht auf Spotify oder so. Oder macht er nur Adlibs und so kleine Sachen, vielleicht ein, zwei Worte? Hä? Oh mein Gott, Bro, ich bin so gehypt auf einmal. Wie geil ist denn das? Ich liebe Luciano. Ich liebe ihn, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Holy shit. Das kam so überraschend. Jetzt weiß ich, was ihr meintet. Das kam so überraschend. Ich habe irgendwo vor ein paar Wochen gelesen, ja, Luciano ist vielleicht auf dem Album. Und da dachte ich, okay, würde ich fühlen. Da habe aber dann die Liste gesehen, von wegen kein Feature drauf. Okay, hat wohl nicht geklappt. Wie geil ist das denn, Mann? Oh mein Gott, wie gut. Ey, das ist so gut. Holy shit, ich liebe auch die Hook. Ich liebe, wie sie sagt, ich will den James, ich will den James Bond, ich will den James Bond Sportwagen, Bitch. Geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Oh, und Juicy Money. Juicy Money war auch das. Habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, wo sie bei der Hook sich uneinig waren. Und dann ist das hinzugekommen, noch mit Luciano drin. Wie geil. Bitch. Ich will den James. Ey, es passt so gut mit Luciano drauf. Ich will den James Bond. Ich will den James. Ey, es ist so gut einfach. Ich will den James Bond Sportwagen, Bitch. Bitch, ich hab das Juice. Okay, ich denke, er macht nur die Adlibs, aber das ist mehr als genug. Das ist mehr als genug, mehr als wir brauchen. Ich bin so glücklich gerade einfach. Wie geil ist das, Mann? Wie geil ist das? Seine Adlibs hören sich ein bisschen anders an. Da ist so ein bisschen so ein Hall drauf, glaube ich, was aber gar nicht bad gemeint ist. Sie passen perfekt rein. Sie machen die Hook noch ein bisschen spicy, ein bisschen besonderer. Und ich liebe die Hook. Ich liebe sie. Die bleibt im Kopf. Ich mag es, dass sie halt immer erst so den ersten, das erste Wort sagt, das zweite, das dritte und dann komplett sagt, ich will den James Bond Sportwagen, Bitch. Das hört sich auch so geil an. Ich will den James Bond Sportwagen, Bitch. Coole B-Laute. James Bond Sportwagen, Bitch. Kann man gut sagen. Oh, Douglas Money, true. Sie kennt sich aus mit Douglas Money. Habe ich gesehen, Mann. Habe ich gesehen in ihrer Insta-Story. Crank. Kenne meinen Wordle, Uzi Money und zog an euch allen vorbei. Room. Oh, wie gut. Ey, ich liebe diese Zeile. Ich liebe diese Zeile. Ich liebe, also hier hat sie wirklich einfach Zeile für Zeile geschrieben, würde ich sagen. Das ist einfach so, hey, ich habe hier eine Attitude, einen Rhyme, eine Aussage. Rein. Hier erzählt sie keine heftige Story. Hier geht es nicht darum, keine Ahnung, über irgendwelche vergangenheitlichen Sachen sich auszupacken. Sondern hier geht es darum, ey, ich will einfach Attitude und Vibe haben. Und das haben wir hier. Excuse me, Money. Geil. Ich lieb's. Also ich kann verstehen, wenn man das vielleicht nicht so fühlt, aber ich liebe diesen Track. Ich liebe diesen Track. Wie sie immer auf Money wieder reimt. Ist für mich ein kleiner Fisch, Sushi Money. Kaufe neue Beats, Young Mash und Judy Money. Oh mein Gott, wie sie Young Mash auch ausgesprochen hat. Man könnte einfach sagen, Young Mash und Judy Money, aber sie holt so von ganz unten, so vom Bauchnabel hoch, so Young Mash. Ich hab's perfekt nachgemacht, ich weiß. Danke. Fisch, Sushi Money, kaufe neue Beats, Young Mash und Judy Money. Morgens nach dem Aufstehen bin ich scary, das ist Movie Money. Früher ein bisschen Spaß auf YouTube, das war Stupid Money. Oh, true. Vorher ein bisschen Spaß auf YouTube, das war Stupid Money. 2016 dissen Hunde, Goofy Money. Dissen Hunde, Goofy Money, auch strong. Mal wieder eine Saftkur, das ist Smoothie Money. Eat clean, talk dirty, baby, das ist Coochie Money. Oh, ich lieb's, Mann. Eat clean, talk dirty. Ich will den James. Oh mein Gott, so gut. Ich will den James Bond. Ich will den James Bond Sport. Ich will den James Bond Sportwagen, Bitch. Es ist so gut. Oh mein Gott, stellt euch vor, diese Hook im Club. Diese Hook im Club. Und ich bin der Erste, der sein Booty wiggelt im Kreis. Ich sag's, wie es ist, aber ich bin der Allererste da. Ich will den James. Holy shit. Ich will den James Bond. So strong. Ich würde sagen, jetzt nicht vom Textlichen her, so, weil da haben wir mit Depression im Paradies ein All-Time-Favorite von mir bereits, aber von der Attitude, vom Vibe her, Favorite Track. Holy shit. Ich liebe auch den Beat, so eine kleine Flöte einfach.
Ihr müsst euch vorstellen, dafür haben sie extra so einen ganz kleinen Zwerg, einen echten Zwerg. Die leben hoch in den Bergen, haben sie geholt. Und der hat seine Flöte gehabt und hat daneben Judy, Young Mash und Friu hat er das eingeflötet. Und alle meinten, gut gemacht, kleiner Mann. Ja, so ist es abgelaufen. Wieder Joghurt in meinem Kühlschrank. Oh mein Gott, Real Talk, Favorite Track. Favorite Track, also mit Depression im Paradies, aber die kann man ja gar nicht vergleichen miteinander. Holy shit, Mann. Geisteskrank. Geisteskrank, guter Track. Geisteskrank. Okay, ey, ich kann gar nicht alles in Worte fassen, was ich in den Worten hier gerade fassen will, aber erstmal Surprise des Todes, Luciano ist drauf. Hä? Also ich, wie gesagt, hatte vor ein paar Wochen gelesen, dass er wohl auf dem Album ist. War er dann nicht drauf, meiner Meinung nach, weil er jetzt nicht als Feature gelistet war, aber dann ist er hier einfach mit seinen prägnanten Adlibs am Start, die so gut gefittet haben. Die Hook ist ein 1A-Sahne-Sternchen mit Fleißbienchen drauf, finde ich. Also wirklich, ich liebe diese Hook, ich liebe die Attitude in der Hook. Ich liebe, dass sie halt immer Zeile für Zeile auf Money, also eigentlich hat sie ja Money auf Money gereimt, aber dass sie immer was anderes hervorgepackt hat, hier und da ein bisschen ausgeteilt hat. Es ging einfach hier um Attitude und um Feeling, um Vibe. Und den habe ich hier gefühlt wie nichts anderes. Ich liebe die Hook. Es tut mir jetzt schon leid, da an die Leute, die mein Mitrappen wieder ertragen mussten. I'm sorry. Aber unfassbar gut. Ey, wir kommen zum gleichen Mini-Fazit. Ich kann nicht mehr viel sagen, außer dass ich diesen Track liebe. Und der mit Depression im Paradies und Bramfeld-Stories. Und, aber NDAs war auch gut. Es ist schwer, Favorites zu picken. Daran merkt man, dass ein Album gut ist, wenn Cherry-Picking schwierig ist. Weil alles eine große Cherry ist, Alter. Ich freue mich auf die nächsten Tracks. Ich habe unfassbar Bock. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Lasst heute nochmal irgendwo ein kleines Lächeln da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns. Bleibt fresh.